Hallo Kackbratzen. Welcome to my place, Katsan. I hope you like the decorations. Als Nintendo Ende 2006 die Wii auf den Markt brachte, startete dieses Videospielsystem quasi eine Revolution. Sie zog Leute vor den Bildschirm, die zuvor ein Telespielsystem nicht mal mit der Kneifzange anfassen wollten und auf eine ungewöhnliche Art und Weise die schöne neue Welt der Videospiele zugänglich machte. Mal abgesehen davon, dass schon vor dem Start die Wii als die perfekte kinderfreundliche Konsole bezeichnet wurde, wurden aber vor allem auch ältere Leute angezogen, da aufgrund der bahnbrechenden neuen Art der Steuerung auch das letzte Seniorenheim in eine Spielhalle verwandelt wurde. Zum Start der damals brandneuen Nintendo-Konsole gab es auch eine Reihe an Spielen, mit denen man die Wunderwelt der Bewegungssteuerung gleich austesten durfte. Das unschlagbar beste Spiel war natürlich das Nintendo-eigene Wii Sports. Der Rest war ein bunter Haufen an 0815-Titeln von einer Reihe an Publishern, die sich den Launch für das schnelle Geld natürlich nicht entgehen lassen wollten. Unter diesen Publishern, die den Start der Wii mit einer Handvoll Spielen versorgte, war natürlich auch Ubisoft. Stolze 7 Titel stellte der beste Herausgeber aller Zeiten in den ersten Wochen der neuen Nintendo-Konsole zur Verfügung. Mehr als jeder anderer Publisher, darunter Rayman Raving Rabbits, lustige Tanzspiele und einen ganz speziellen Titel, der sogar direkt zum Start der Wii erhältlich, aber alles andere als ein Spiel für die ganze Familie war. Hey, you! Stop this guy! Oh, God! I need support! Dieses Spiel war der Ego-Shooter Staubwedel-Simulator Red Steel, von vielen hochgelobt, von anderen wegen seiner vielen Problemen einfach nur verachtet. Und tatsächlich war es auch nicht unbedingt das beste Spiel aller Zeiten, aber zumindest ein Fehler, aus dem man sehr viel gelernt hat und dann Jahre später das viel bessere Red Steel 2 veröffentlichen konnte. War aber der erste Teil wirklich so eine halbgare Sache, wie alle behaupten? Oder haben wir es mit einem echten, leicht ungeschliffenen Diamanten zu tun? Oh, look at these fish, Scott. Aren't they pretty? Die Story ist wie so oft eine fast seichte Angelegenheit. Man schlüpft in die Rolle eines Typen namens Scott, der in etwa die Persönlichkeit eines Putzlappen hat und in etwa genauso viel spricht. Er wollte sich eigentlich mit dem Vater seiner feschen japanischen Verlobten treffen, als plötzlich die Hölle ausbricht. Sano! What the hell? Was Scott zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste. Der Vater seiner Zukünftigen ist in Wirklichkeit ein hochrangiger Mafia-Boss und der anscheinend viel zu viele Feinde hat. Ziel des Spiels ist es nicht nur, die Verlobte aus den Fängen der Feinde zu befreien, sondern auch die Luft mit Blei zu füllen und auch sehr oft seine Gegner mit dem Schwert in kleine Stücke zu schneiden. Leider ist die Geschichte so dünn wie Hühnerbrühe und man sollte sich nicht allzu viele Gedanken über Scott, sein Mädchen, Mafia-Freunde und natürlich Feinde machen. Die meisten Dialoge sind zum Weglaufen, andere sind wiederum so mies, dass sie schon fast wieder lustig sind. Viele der Charaktere sprechen mit starkem japanischem Akzent, aber abgesehen davon wirkt Red Steel in keinster Weise authentisch. You arrived just in time to save me. Thank you. I will not forget it. Durch Fabriken und Hochhäuser zu rennen und aus allen Rohren zu schießen, hatte auch schon damals nicht Originelles an sich. Zwischen den Missionen gibt es manchmal Zwischensequenzen, die an den Comic-Stil von Max Payne erinnern, nur dass die Qualität ein klein wenig schlechter ist und die Sequenzen eher wie rudimentäre Storyboards und nicht wie fertige Bilder aussehen. Allerdings vermittelt auch insgesamt das Spiel einen sehr unausgereiften Eindruck. Stop, you bastard! Eines der Dinge, die Red Steel zum Glück aber komplett richtig macht, ist die Schießsteuerung. Wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, ist es bemerkenswert, einfach mehreren Leuten sehr schnell hintereinander in den Kopf zu schießen. Und man wird auch seine Handfeuerwaffe lieben lernen und sie den automatischen Gewehren vorziehen. Wenn man die A-Taste gedrückt hält, zentriert sie die Kamera auf einen Feind und verfolgt automatisch seine Bewegung, womit man ihn sehr einfach ständig im Visier behalten kann und es ist eine wahre Freude, wenn man gleich ein halbes Dutzend Typen ein Loch zwischen die Augen pustet. Ich hatte jedenfalls noch nie einen größeren Spaß als in Red Steel und noch dazu mit der eigentlich nicht besonders guten Bewegungssteuerung, die man aus irgendeinem Grund absolut auf den Punkt gebracht hat. Die meisten Schießereien finden konzeptgemäß in Korridoren, Gängen und offenen Lagerhallen statt. Die Level sind generell aber nichts anderes als sehr große Schießbuden mit dem Nachteil, dass die Pappkameraden eben auch zurückballern werden. Je tiefer man in das Spiel eindringt, desto mehr Feinde wird man begegnen und nicht nur die Masse steigt, sondern auch deren Zielgenauigkeit. Aber eben dank der fantastischen Steuerung kann man sie ziemlich einfach niederstrecken. Allerdings sollte man auch jede Art von Deckung nutzen. Aber auch das funktioniert wie geschmiert. Mit der Z-Taste geht man in Deckung, lädt seine Waffe nach, indem man den Nunchuck schüttet und schon kann es weitergehen. Das Zielen mit dem Zeiger in Kombination mit der A-Taste macht es furchtbar einfach, aus der Deckung zu springen, jemandem in den Kopf zu schießen und dann wieder in Deckung zu gehen. Attention everyone! The intruder is heading for the furnace.
We have locked the access and some backup is on its way to intercept him. Wenn die Feinde euch zu überrennen scheinen oder ein Boss euch zu sehr einheizt, kann man in den Fokusmodus wechseln und die Zeit ein wenig anzuhalten und so seine Feinde die Waffe aus den Händen zu schießen, was auch dazu führen kann, dass sie sich ergeben werden. Der Fokusmodus ist unheimlich praktisch, wenn man ganz schnell volle Räume säubern möchte, aber diese Funktion kann leicht missbraucht werden. Um überhaupt diesen Modus nutzen zu können, muss man erst dessen Anzeige auffüllen. Dies geschieht durch das Ballern auf Feinde. Da aber eben die Bewegungssteuerung so unfassbar gut funktioniert, wird man diese Anzeige in Windeseile sofort wieder aufgeladen haben und somit werden auch Bosse oder ganz normale Kämpfe zu einem Kinderspiel, da man den Feinden praktisch keine Möglichkeit gibt, überhaupt zurückzuschießen. Doch leider gibt es einen großen Haken, was diese ganze lustige Schießbude betrifft. Die ganze Ballerei funktioniert noch dann gut, wenn man eine gewisse Distanz zum Gegner hat. Kommt man zu nahe, gerät die Kamera ins Trudeln. Die, Creep, die! Schüsse aus kurzer Distanz sicher landen zu können, wird quasi zu einem Ding der Unmöglichkeit. Aber hier kommt nun der Schwertkampf ins Spiel. Jedoch wird alles noch viel komplizierter. Die Steuerungsprobleme werden bei Schwertkämpfen nämlich nur noch größer. Zu Beginn mag man mit nur einem einzigen Gegner noch ganz gut zurechtkommen, vor allem wenn man scheinbar alle Zeit der Welt hat, seinen Feind das Licht auszuknipsen. Um einen Schwertkampf zu überleben, braucht es im Prinzip nicht viel. Wichtig ist ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Reaktion. Wer schnell und oft genug mit seinem Staubwedel auf den Gegner einprügelt, kann ihn beinahe im Nu außer Gefecht setzen. Hey! Okay! I was just kidding! Es ist sogar möglich, das Schwert des Gegners zu zerbrechen und bis dahin ist noch alles gut. Man weicht aus, versucht einen Angriff zu blocken und drescht auf den Feind ein. Allerdings zieht am Ende der Schwierigkeitsgrad so enorm an, dass der Kampf zu einem schweißtreibenden Krampf mutiert. Gegner können scheinbar jeden Angriff blocken und wer keine Spezialbewegungen gelernt hat oder auch keine Kombos erzielen kann, wird es unheimlich schwer haben. Das Problem ist eben die Zeit. Während man im Training einen Spezialangriff noch locker umsetzen wird, wird im furchtbar hektischen Kampf das Rumfuchteln mit dem Schwert zu einer extrem schwierigen Angelegenheit, da mitunter die Bewegungssteuerung eine exakte Führung erwartet, die man zeitlich eben nicht gebacken bekommt. Und hier bricht das Spiel leider ein wenig in sich zusammen. Arigatou gozaimasu. Domo. You are here. When no one else would have moved to help us. Man kommt mit Schusswaffen aus der Distanz sehr gut zurecht, aber sobald man einem Gegner zu nahe kommt, bekommt die Kamera einen Schluckauf und man wird weder mit einer Feuerwaffe noch mit dem Schwert ein fluffiges Erlebnis haben. Der Kampf wird eher zu einem großen Zufall, was am Ende ziemlich schade ist. Irgendwie hat man den großen Feinschliff vergessen. Man könnte nun die Schuld in Richtung des Spielers schieben oder auf die doch recht happige Lernkurve, aber schön ist eben was anderes. Auf der anderen Seite ist Red Steel sogar noch eines der besten Wii-Kampfspiele, die es gibt. Das klingt paradox, aber gerade zum Start der Wii gab es kaum Spiele, die das mit der Bewegungssteuerung auch richtig hinbekommen haben. Und wenn man dem Spiel auch eine Chance gibt und wirklich gut trainiert, dann wird man auch mit dem Schwertkampf keine Probleme haben. Für Gelegenheitsspieler ist das aber ein großes No-Go. Was aber insgesamt die größte Schande ist, ist, dass das Spiel wie gesagt einen übereilten und unfertigen Eindruck macht. Und ziemlich deutlich wird das bei der Grafik. I told you it would lead you nowhere. Let me leave, or I put him out of his misery. Obwohl Red Steel an Orten mit viel Licht oder eben in Außenbereichen sehr gut aussieht, ist der Großteil der Level ein verwaschenes und verschwommenes Durcheinander. Die Charaktermodelle sind nur eine Stufe über dem Grundniveau und die Animationen sind fehlerhaft und ruckelig. Modelle in Zwischensequenzen des Spiels haben einen auffälligen weißen Schimmer um sich herum, wodurch es so aussieht, als hätten sie ein Energiefeld um sich herum aufgebaut. Szenen zwischen den Level verwenden einen schlecht präsentierten und handgezeichneten Comic-Stil, der sich einfach nicht mit dem Rest des Spiels vereinbaren lässt. Geht man in den Breitbildmodus, schneidet man sogar Untertitel ab und wenn man es genau nimmt, liegt Red Steel vom Niveau unter einem hochklassigen GameCube-Spiel. Von Ubisoft hätte man einfach mehr erwartet. Come on, talk! Red Steel verfügt auch über einen Splitscreen-Mehrspieler-Modus, aber leider ist der nicht wirklich gut. Es gibt wie in einem jeden anderen Starttitel keinen Online-Modus und die insgesamt 4 Karten erscheinen wie ein schlechter Witz. Wenn man schon schlechte Laune haben möchte, dann sollte man Red Steel alleine zocken. Peace, man! I know Harry ratted on you. I'm sorry, but there was nothing I could do about it. Red Steel ist jedenfalls eine sehr interessante Sache. Es war ein sehr, sehr schöner Versuch, Schwerter und Schusswaffen mit sehr viel Spucke und Bewegungssteuerung zusammenzubringen. Die Story wirkt eher wie ein 12-mal aufgewärmter Brei, der einem komplett ohne Würze und Geschmack serviert wird. Was aber das Spiel so unglaublich großartig macht, sind die guten Schusseinlagen. Allerdings nur dann, wenn man genügend Abstand zum Gegner lässt. Der Schwertkampf ist ein nettes Beiwerk, aber leider nur sehr halbherzig umgesetzt. Ja.
Das Spiel wäre um so viel besser geworden, wenn man dem Projekt einfach mehr Zeit für die Feinpolitur gelassen hätte. Aber so scheint es, dass man unter einem enormen Zeitdruck zum Start der Wii diesen Titel auf Biegen und Brechen noch irgendwie auf den Markt schmeißen musste. Zum Glück wurde aber alles mit dem zweiten Teil besser. Wenn man sich nur auf die wilde Ballerei konzentriert, dann wird man den Spaß seines Lebens haben. Insgesamt war es wohl ein erster Sprung ins kalte Wasser. Ein mutiger Sprung jedoch, mit dem man sich fast das Genick gebrochen hat. Allerdings war es auf der anderen Seite nötig, da man so immens aus den Fehlern lernen konnte. Wer also eine Wii hat, darf auf diesen Titel absolut nicht verzichten und wer alles komplett schmerzfrei haben möchte, sollte ohne Umwege sofort zum zweiten Teil greifen. Now that the old ones have been slain. Arigato. Domo arigato, Scott. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.